Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Automation The Car Company Tycoon Game hier aus die Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, wir sind ein bisschen lost hier in unserer Kampagne. So ganz weiß ich noch nicht, wie das hier alles so ein bisschen zusammenhängt und wo wir jetzt wie, warum, wie viel Geld machen. Das wird mir alles auch noch nicht so ganz aufgeschlüsselt. Ich habe auch versucht, irgendwie aus diesem Video von dem Tutorial was mitzunehmen, aber ach, der kleine Australier, der spricht mir das zu schnell immer im Englischen. Da muss ich dann wirklich mal irgendwann mal die Übersetzung bzw. Untertitel mir anmachen. Also da komme ich so schnell nicht mit. Und da muss man nochmal hin. Wir werden uns jetzt aber nochmal daran gütlich tun, da wir jetzt ein Modell von 1946 haben, was 6 Jahre alt ist, natürlich was Neueres, Moderneres zu bauen. Wir selecten erstmal unseren Market, ne? Wir wollen wieder in Gazmair, wie man auch immer auf diesen Namen kommen mag, aber ist egal, vielleicht keine Ahnung, irgendein Hund so ein Geräusch gemacht, während er ihn gesehen hat, wir wissen es ja nicht. So, wir wollen ein neues Modell machen, und aber ja, einen Käfer hatten, dann können wir ja jetzt, was machen wir da jetzt, machen wir den Polo, na, egal wie es heißen mag. So. Da geben wir der ganzen Sache erstmal einen Namen, Facelift MK1, das weiß ich nicht, was das ist. Es soll ja eigentlich ein neuer Trim und alles neu werden. Also eine neue Karosserie, neuen Motor wollen wir auch kreieren dafür. Weiß ich nicht, was das hier Facelift, na MK1 können wir ihm ja ruhig nennen, oder beziehungsweise kann ich hier irgendwie, ah ja, ich kann ihm jetzt hier irgendeinen Namen geben. Das wird ja 1,6i. 1,6 machen wir mal. 1,6. Sieht schön aus. 1,6. Ne, I auch nicht. Einspritzung haben wir noch nicht. Ja, 1,6. Mit dem Motor. L. So, nicht I. So. Gut, okay. Dann werden wir das Generator IK. Nein, das natürlich nicht. Wir wollen das schön alles selber machen. Wir wollen dafür ein Modell uns raussuchen. Aus den 50er Jahren. Und die sehen ja hier alle schon mal recht kofferradiomäßig aus, hätte ich fast gesagt. Also sehr koffrig aus. Und theoretisch würde ich ja eigentlich zu dem tendieren. Hier so ein Coupé, so ein kleines für ein Polo. Oder wollen wir hier in die Modellreihe eingehen? Hat schon mal einen längeren Radstand, ne? 2,60 Meter. Na gut, aber 2,60 Meter reicht ja eigentlich aus, erstmal als Radstand für das, was wir bauen wollen. Nehmen wir also mal die Gruppe auf. Machen das Ganze natürlich aus Stahl, aus Kostengründen. Das Ganze natürlich auch im Leiterrahmenverschnitt aus Stahl. Motor in Ordnung, Front längs. Okay, da haben wir nicht allzu viele Optionen. Ich würde sagen, wir machen einen Doppelquerlenker vorne und hinten machen wir eine Schräglenkachse. So, wie sieht denn das aus? Eine Schräglenkachse? Achso, das ist dann einfach, ja, das sieht gut aus. Ja, das sieht gut aus. Das können wir so machen. Das ist, glaube ich, sehr modern, auch für diese Zeit schon. Das sieht schon mal gut aus. Dann können wir jetzt dorthin gehen. Nee. Achso, Trim ist natürlich quasi Limousine. Limousine, habe ich das richtig geschrieben? Limousine. So, das müssen wir jetzt natürlich editieren. Projektmanagement. So, kann ich jetzt da mal draufnehmen? Wo kann ich denn jetzt? Ach, hier muss ich irgendwas neu machen. Create a new variant existing engine project. Create a new engine project. Genau, wir müssen ein neues Motorenprojekt erstellen. Und zwar wollen wir jetzt einen 1,6 Liter Motor machen. Das Ganze als V-Motor. Oh, den gibt es bloß mit 8 Zylinder. Hey, die Witzka, das ist natürlich ja ganz schön mal was Mächtiges hier. Na gut, das gucken wir bei der Reihe, ob denn da dann 4 Zylinder Motor hinkriegen. Okay, da kriegen wir beim Boxer hin. Ein 6 Zylinder Motor wäre auch schon ganz schön groß. Wir müssen aber einfach mal bloß die Bohrung ein bisschen verkleinern. Müssen wir auf 1,6 Liter runterkommen hier, sonst muss ich das Modell anders nennen. So, naja, so rubig, langrubig muss er auch nicht bleiben. Also langrubig wird er schon, aber so. Wollen wir einen Boxermotor nehmen? Oder wollen wir einen Reihenmotor? Ne, nehmen mit 4 Zylindern. Irgendwie ist der zu lang. Warum ist der zu lang?
Das ist ja irgendwie nicht schön. So lang ist doch gar nicht mal so gut. Aber da haben wir bloß 8. Da kriegen wir auch nur 8 Motor. Das ist ja furchterregend. Ja, dann müssen wir fast den Boxermotor wieder nehmen, damit wir den da reinkriegen, ne? Hm. Na gut, okay, dann wird es ein Boxermotor. Dann würde ich aber trotzdem sagen, dass wir auf OHC umstellen, also auf oben liegende Nockenwelle. Damit wir das so einigermaßen hinkriegen. Wir müssen mal gucken, wie viel Energie wir da rauskriegen, aber bei aus dem Sechszylinder sollte jetzt ein bisschen was kommen. Das Ganze produzieren wir mit Gusseisen. Na gut, das Verstellbare gibt es natürlich noch nicht. Ja, entscheiden wir uns für diese Hartbauart? Ich denke mal, ja. Das ist der Motor Limousine? Das ist ja auch blöd. Na egal. Nee. Also dann. Ach, mein Gottchen, meine Uhr. Ja, ist das. Keine Ahnung. Also manchmal. Ich weiß nicht, wann es sich angesprochen fühlt. Aber die googelt einfach mal los und erzählt mir, dass sie was gefunden hat. So, dann gucken wir hier hin. Die Pleuel wären natürlich. Puh. Drehmoment, Drehzahl können sie nicht so viel ab. Und dann machen wir gegossene. Kolben auch, dann ist das alles so ein bisschen im Mittelmaß so unterwegs. Die Variante lassen wir natürlich so. Dann gucken wir mal den Zylinderkopf an. Ah ja, da können wir jetzt dann Verdichtung und Nockenwellenprofil noch ein bisschen was ändern, aber da lassen wir erstmal noch. Das Ganze wird natürlich ein Saugmotor, was anderes haben wir jetzt hier gerade nicht zur Verfügung. Kraftstoff wird ein Doppelvergaser, würde ich sagen. Da können wir ruhig mal ein bisschen draufhauen, damit wir ein bisschen das auf Leistung kriegen auch. Und das Ganze darf aber trotzdem mit Billigbenzin noch. Da müssen wir mal gucken nachher wegen der Klopffestigkeit, ob wir nicht auf Normalbenzin umsteigen. Das weiß ich aber nicht, ob das so in den Markt kommt. Also er soll schon sportlicher werden, der ganze Wagen. Ne? Also da kann man hier, na, wir nehmen Normalbenzin. Klopffestigkeit ist schon mal nicht schlecht. So, maximale Drehzahl machen wir mal auf 6000, gucken, ob das der Motor dann durchhält. Könnte sein, dass das nicht so der Fall ist. Ein bisschen fetter machen wir das Gemisch noch. Und die Zündung machen wir ein bisschen in Richtung spät. Das ist ein bisschen Leistungsspitze 3400 Umdrehung. Aha. Hey, da sehen wir es ja schon. Kraftstoffgemisch. Naja, wir gucken mal. 12,9 sagt er da oben. Das Maximum. Dann machen wir das mal rein. So. Dann niedrige Oktanzahlen. Okay, 4400. Also wir werden mit der Drehzahl nicht hinkommen. Da werden wir am Anfang sicherlich dann sehen, dass der Motor uns um die Ohren fliegt. Gut, den Auspuff machen wir wie folgt. Wir machen einen, ja. Das sieht schon mal ganz gut aus hier. Wie sieht das denn aus? Das ist ja fürchterlich. Also das, ja. So, Doppelauspuff natürlich, ne, dass in beiden Richtungen das da rausgeht. Keine Klappen, ein Absorptionsfilter, Absorptionsfilter und dann sehen wir schon, wir haben ja tierisches Motorklopfen, aber immerhin schon 15 kW rausgekriegt. Okay, gut, jetzt müssen wir natürlich da dran an die ganzen Sachen und das natürlich bearbeiten. Und da könnte man natürlich jetzt hier beim Motorblock mal gucken, ob wir da was hinkriegen, aber ich würde sagen, wir werden erstmal die Verdichtung etwas so runternehmen. Das sollte das Klopfen enormst verringern. So. Nockenwellenprofil, gehen wir mal ein bisschen auf sportlich, dass wir noch ein bisschen was rausholen an Drehmoment. Haben wir auch schon 55 kW, 60 kW wären schon ganz okay. So, 61, 60 kW gehen. So, wir haben auch kein Ventilflattern, das heißt, wir sind doch bei der Drehzahl noch gar nicht mal so schlimm dran. 50 kW, 60 kW, 64 kW, 65 kW, ja, das ist schon mal gar nicht so schlecht. Dann gucken wir mal, was wir dann noch so ein bisschen dran drehen können. Ob wir das Ganze hier ein bisschen magerer haben. Nee. Ja, umso fetter, desto klopffestiger, weil mehr Klopfstoff drin ist. Da kann das nicht so von selbst sich entzünden. Benötigt die Kühlung 100. Okay. So, gucken wir mal, ob wir hier noch ein bisschen. Da kriegen wir ein bisschen das Drehmoment verschoben mit, aber es ist nicht wichtig. Dann gucken wir jetzt hier mal bei der Drehzahl. Okay, da können wir 6400 sogar machen. Also bis 7100 geht. Zuverlässigkeit, auch das Pleuel geht bis 7100, Kurbelwelle 7800 Umdrehung. Wie sieht es hier aus? Einlässe ist gut, Ventil ist auch gut. Und wir haben Maximum halt 65 Kilowatt Leistung, die der Motor abdrückt. Das muss man, glaube ich, mal 1,36 rechnen, dann ist man bei PS. Also so ungefähr ein Drittel oben drauf, sind wir über 90 PS rum, ein bisschen über 90, also fast 100 PS hätten wir dann. Oh, das ist mal 1,18.
Oh, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Na, egal. Irgendwo war das halt. So, gut, können wir denn anhand der Qualität von irgendwas hier noch was verbessern? Eigentlich nicht. Ich würde sagen, wir gehen mal ganz kurz auf den Motortest, machen mal die Graphen aus, damit wir ihn erstmal sehen hier. Unseren wunderschönen neuen 1,6 Liter Boxermotor OHC 2 Ventile. Sieht erstmal schon mal nicht schlecht aus. So, dann wollen wir auch mal hören. Machen wir einen automatischen Test. Hört sich nicht schlecht an. So, gucken wir uns das Ganze mal an hier, wenn wir hier so mal ein paar Teile uns ausblenden lassen, wie das denn da drin aussieht und arbeitet, ne? Sieht ja echt, das haben sie ja echt schön umgesetzt, da muss man ja ehrlich sagen, ne? So, dann machen wir nochmal so einen Test hier, lassen wir nochmal laufen hier. Wie die Nockenwellen da oben sich drehen, auf die Tassenschlüssel drücken, die Ventile öffnen. Im Übrigen erkennt man die Ventile da dran, also was welches ist, an der Größe der Ventile. Die Einlassventile sind immer größer als die Auslassventile. So, ist halt so. Gut, also wir haben immerhin 65,4 Kilowattstunden bei Kilowatt bei 5800 Umdrehungen pro Minute, ist relativ hochtourig, und 119,4 Newtonmeter bei 3900 Umdrehungen pro Minute, also ist schon gar nicht so schlecht für einen 50er Jahre Wagen. So, manuelles Testen. Und da können wir dann hier mal schön kurz vom Drehzahlbegrenzer halten, beziehungsweise eigentlich mal da, wo er die maximale Leistung entfalten würde. Also das sieht man schon, das ist schon ordentliches Arbeiten hier, was der Motor dann macht. Und wenn er das dauerhaft macht, das ist natürlich schon... Naja, gut. So, okay, dann haben wir den Motor fertig. Family 2 Variante 1. Ja, gut, hätten wir jetzt auch noch umbenennen können. Und dann können wir das Ganze jetzt mal in die Limousine einbauen und dann gucken wir mal. Also, wie gesagt, ich wollte jetzt hier ein bisschen was Sportlicheres haben. 49er Modell. Das sieht schon mal gar nicht schlecht aus. Die Farbe werden wir natürlich wieder in unserem bekannten Schwarz machen. Ich werde mal hier so ein bisschen versuchen, das sportliche aussehen zu lassen. Das sieht schade aus. So, das kann ein bisschen nach hinten ziehen. Hier, nee, nach außen will ich eigentlich nicht gehen. Das vielleicht ein bisschen, nee, das sieht doof aus, wenn wir das einkürzen. Das kann ruhig bis da rangehen, die Welle. Ja, hinten die Türen, die können ruhig schmal sein oder klein sein. Dann gucken wir mal, was haben wir hier Schönes. Das Ganze kann noch ein bisschen länger werden. Das kann ruhig kastig aussehen hinten. Kann ruhig ein bisschen bullig wirken von hinten. Vorne werden wir es ein bisschen runternehmen, die Nase. So. Das auch ein bisschen runternehmen. Bisschen. Nee, so überstehen eigentlich nicht. Sieht ganz gut aus. Kann ich hier unten noch was? Ich kann es erstmal generell. Das will ich. Na, so, vielleicht ein bisschen. So, das sind die Kotflügel hier wieder. Da haben wir dann die Scheibe wieder. Wo habe ich denn? Habe ich hier noch irgendwo eine Fläche, die ich mal verändern kann? Sieht erstmal ganz gut aus, ne? Also haben wir hier auf jeden Fall Platz für Lampen, Platz für einen schönen Kühlergrill und allem möglichen Krimskrams. Doch, das kann man so schon nehmen. Das hat hinten natürlich einen tierischen Überstand, ne? Das sieht schon brutal aus nach hinten. Das finde ich schon, dass man eine Kofferraumhaube. So, mach mal ein bisschen kürzer wieder. Ah, das sieht schon ganz gut aus. Also die Tür ist wirklich sehr klein. Schade, dass ich diese Säule, die C-Säule hier nicht verschieben kann. Und doch ein bisschen mittiger machen. So, gut. Okay, das hätten wir. Also so hätte ich das schon ganz gerne. Und dann machen wir jetzt noch ein paar Accessoires dran. Wir machen erstmal... wo habe ich denn mein Black? Body Paint kann ich hier nicht. Habe ich meinen Black nicht? Steel, Leather, nee, Close, Steel, Carbon Fiber, nee, was ist das denn? So. Oh, natürlich dann in Schwarz. Ah, ohne Chrom, glaube ich. Nee.
Matt. Eieiei. Da kennt man ja gleich gar keine Kulturen mehr. Das sieht ja fürchterlich aus. So. Ich glaube, wir nehmen Paint. So. Gut. Shine nehmen wir mal Mittel. So. Glimmer nehmen wir auch mal Mittel. Ah, das geht dann schon. Das können wir so machen. So, das bauen wir da mal dran. So. Alle Bodyparts haben die gleiche Farbe. Das stimmt schon mal soweit. Gut. Dann würde ich sagen, super von der farblichen Seite her auch gut. Ach, guck mal, jetzt sieht man das auch ein bisschen besser hier, wo man was verändern kann. Also das kann man hier verändern und das kann man hier verändern. Wir könnten noch ein bisschen sportlicher aussehen. Ein bisschen windschnittiger. Das ist gar nicht mal so verkehrt, ne? Ah, das können wir auch noch nach oben ziehen. Warte mal, wir gucken mal. Wenn das unten ist, sieht das so aus. Man eben so eine richtige. Das sieht gut aus, ne? Das sieht schön rundlich aus. Das würde ich ihm sogar hier auch gestatten. Sieht gut aus. Ja, das sieht gut aus. Das sieht schön aus. Von der Front her gefällt er mir sehr gut. So, gut, dann Anbauten, Accessoires. Und da geht es ja natürlich los. Da brauchen wir dann erstmal Lampen nach vorne. Und wir sind ja noch in den 50er Jahren. Da sind die dann eher noch alle rund gewesen. Und da werden wir uns natürlich hier auch so ein schönes, rundes Augenlicht wieder aussuchen. Was wir hier schön auf die Außenkante geben werden. So, das sieht schon mal gar nicht schlecht aus. Ich würde sagen, wir ziehen das sogar noch ein bisschen größer. Oval würde doof aussehen. Kommt da auch raus. So, dann doch ein bisschen ovaler. Können wir es gehalten? Drehen wir das mal noch ein bisschen. So, nee, das sieht nicht gut aus. Na ja, mal einen Haken dran. Gucken wir uns das mal an jetzt hier. Hat er so eine Chromkante? Doch, das kann man so lassen. Mal das noch ein bisschen nach da schieben. So. Und mal einen Haken dran. Das sieht gar nicht mal so übel aus, meine Damen und Herren. Das können wir wirklich so lassen. Ich bin dann für Rückleuchten. So, müssen wir mal ans Heck gehen hier. Und die müssen wir natürlich hier einfassen. Die müssen wirklich hier in diese Heckflosse rein. Da brauchen wir hochkant stehende Lampen. Rücklichter, hochkant stehend. Gibt es gar nicht so viele. Dann gibt es eigentlich bloß die hier. Und das sieht irgendwie Schande aus. Das will ich eigentlich nicht so haben. Gucken wir mal, wie die aussehen. Kriegen wir die da sauber reingebaut? Scheiße aus. So, Entschuldigung. Das wollte ich jetzt nicht so genau sagen. Wie sieht denn das aus, wenn wir die da reinbauen? Ach, jetzt habe ich da unten welche angebaut. Und das sieht ja auch nicht gerade mal so schön aus. Mach die mal weg hier, so. Tuiuiuiui. Also bei den Rücklichtern, da sind wir jetzt natürlich. Um Gottes Willen. Wir können die natürlich auch in die Klappe reinsetzen, aber das würde, glaube ich, nicht gut aussehen. Also hier sowas, hier so eine Lampenleiste machen hier oben, ne? Das geht durchaus, aber das sieht nicht aus. Das ist nicht unser Stil. Das kann man sogar zwei machen. Interessante Theorie. Aber wenn man das jetzt hier auf die ganze Breite so einmal. Nein. Nein, das wollen wir nicht. Gut. Dann gucken wir uns doch mal an, wie es denn mit denen aussieht hier, wenn wir die hier versuchen einzubauen. So, die müssen wir natürlich dann langziehen hier. So, schön langgezogen da einbauen. Ein bisschen nach hier drüben schieben noch. Sieht so übel gar nicht aus. Generell ein bisschen größer machen. Sieht so übel gar nicht aus, ne? Das können wir so lassen. Ah, doch, das können wir echt so lassen. Wurde ja später immer höher gezogen, ne? Dann war das ja hier oben drin.
So, also hier müssen wir irgendwie aber auch irgendwas Optisches reinbauen, irgendeine Kante, irgendeine Zierleiste oder sowas, damit das hier gebrochen wird, weil das sieht ja aus wie so ein Riesenbrett, das fordert ja richtig ein, auf zum hinten reinfahren. So, dann gucken wir mal weiter, was haben wir denn noch Schönes? Wir müssen natürlich noch ein paar Blinker vorne einbauen. Da bin ich jetzt auch aber erstmal für die Spots als Blinker, beziehungsweise wir gucken mal ganz kurz, gibt es ein paar schöne eckige Blinker, die uns gefallen könnten. Das sind ja so Seitenblinker. Da müssen wir mal gucken, was wir hier draus gezaubert bekommen. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass die in den 50er Jahren auch schon mal ein paar eckige Blinker angebaut haben. Man guckt da jetzt ein bisschen misstrauisch. So, ein bisschen größer ziehen. Hier so drunter unter den Lampen. Wir gucken mal, wie sieht das von der Nahen aus. Hier ist man noch breiter. Sieht es von beiden aus. Haben wir einen Haken drin, dass wir die Rahmen nicht sehen. Ich bin noch nicht so ganz flüssig, ob mir das gefallen sollte oder nicht. Wir lassen die mal da irgendwo jetzt hier so dran, so, dass die jetzt noch da bleiben. Und wir probieren uns mal noch mit den Runden jetzt aus, dass wir hier vielleicht können wir auch so ein bisschen ovale, generell ein bisschen größer. Das ist schon zu groß. So. Können die mal gucken, hier innen drin rein, das sieht scheiße aus, ne? Innen drin rein könnte man eigentlich noch so ein paar kleine Scheinwerfer machen hier, die hier auf der Klappe sitzen. Ja, die Runden sehen besser aus erstmal. Nun, da ist die Frage. Nee. 0 Grad. So, dreh das mal um 90 Grad. Das sieht aus wie Tränentropfen drunter, ne? Das sieht nicht gut aus. Sieht das aus, wenn ich oben drüber geht nicht. Ah doch, das passt schon. Das geht schon so, das kann man so machen. Ja, das machen wir so. Das sieht gut aus. Gut, dann haben wir jetzt hier Kühleröffnungen und da können wir uns jetzt hier in diesem Gerät natürlich richtig auslassen. Mir gibt es sogar welche, die Augen drin haben, die Lampen drin haben. Aber das will ich gar nicht. Ich will jetzt hier erstmal so einen richtig schönen klassischen Kühlergrill haben, der jetzt erstmal schön senkrecht nach unten geht hier. So, und da wird jetzt hier erstmal schön einer reingebaut. Der sieht schon mal richtig gut aus. Der wird auch verlängert. Richtig schön hier. Oh ja. Bullig rüberkommt hier. Der Kühlergrill schlechthin. Jawollo. So wollen wir das haben. Das sieht doch richtig schick hier aus. Machen wir noch ein bisschen breiter die ganze Sau. So. Ne? Das ist ja BMW-like. So, wir müssen ja auch ordentlich Luft an den Boxermotor kriegen. Das ist wichtig. So. Und deswegen, weil das so wichtig ist, machen wir jetzt nochmal den Lampen. Gucken wir mal, wie die Lampen aussehen, wenn wir die jetzt hier noch in die Mitte reinsetzen. Mal. Oh ne, die stehen zu weit hinten drin. Das sieht nicht gut aus. Ne, das sieht nicht gut aus. Haben wir nochmal hier solche Lämpchen. Ah, gucken wir mal. Ui. Ja, die müssen wir ein bisschen kleiner machen. Moment, noch ein bisschen kleiner die ganze Sache. So, nochmal einen Haken dran. Jawollo. Ich glaube, das lassen wir so. Das sieht doch schon mal. Also, das können wir nicht mehr Polo nennen, ne? Das muss irgendwie anders heißen nachher, aber das ist jetzt erstmal der Projektname von der ganzen Sache.
So, dann gucken wir mal, wenn wir jetzt die Lampen hier so mittig dazwischen unten. Warte, Momentchen. So, noch ein bisschen. So, nee. Nee. Ein bisschen einrücken, ja, aber nicht so weit, ne? Ja. Ja. So geht das. Sehr schön. Und dann machen wir hier noch einen ganz kleinen Luftanlässe rein. Und zwar nehmen wir da oldschool-mäßig so. Und dann hätten wir hier, wollen wir runde Einlässe hier unten drunter machen? Ja, hier machen wir runde Einlässe unten drunter. Das wirkt ganz schön. Warte mal, kann ich das spiegeln? Nee, warte mal, ich will auf der anderen Seite, ich will das. Wo ist denn hier simultan? Also, dass das auf beiden Seiten gleichzeitig ist. Alleine so, nee. Deselect, nee. Wie kriege ich denn das hin, dass da zwei von denen stehen? Auf der anderen Seite kann man sich auf der gleichen Seite spiegeln. Ah ja, spiegeln ist es doch. So, das sieht doch schon mal richtig überladen aus, ne? Das sieht aus wie Puck die Stubenfliege, das ist scheiße. Nein, das können wir so nicht machen. Und dann gucken wir mal, ob wir hier so einen dezenten Wabenförmigen hier drunter als sinnvoll erachten. So, so einen ganz kleinen Wabenförmigen. So. Ah, das ist schon dezenter, das geht besser, ne? So für die Kühlung, das ist für den Ölkühler quasi. Der Einlass. Ah, ja, auf die mit der Front müssen wir uns noch mal ein bisschen, da werden wir uns auf jeden Fall noch mal was angucken. So, aber sieht schon mal bullig aus. Ich würde sagen, das würde erstmal reichen für heute. Wir bauen natürlich hier jetzt das Auto noch ein bisschen auf. Werden wahrscheinlich wieder hören, dass der Motor ein bisschen zu schwach ist für die ganze Sache, aber das kriegen wir noch hin. Und 1952 können wir, glaube ich, schon mal eine Antenne dran bauen für einen, ich weiß gar nicht, kann ich das kippen irgendwie? Also so, also in der Achse neigen. Quasi so jetzt, ne? Ah. Das geht nicht. Bisschen überladen wirkt's, ne? Na gut. Okay, also, wir sind jetzt erstmal raus hier an der Stelle. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen und oder ein Abo. Ich würde mich riesig darüber freuen, wenn wir es beim nächsten Mal wiedersehen. Bin mir noch nicht sicher, das sieht alles ein bisschen sehr überladen aus. Hier, vielleicht müssen wir das hier doch, die Lampen nochmal rausnehmen und dann vielleicht dann doch hier noch so mal ein bisschen kühler oder sowas machen. Wir werden sehen. Aber sonst sieht er schon mal ganz gut aus eigentlich. Also da könnte man vielleicht nochmal doch den Motor ein bisschen größer machen, dass er noch ein bisschen mehr Power rauskriegen. Bis denn. Tschüss.